Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA San Andreas im Remastered. So, ich habe die Mission jetzt nochmal gemacht. Und jetzt können wir uns hier auf jeden Fall verpissen. Freunde, lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da für die Videos. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, viel haben wir jetzt nicht mehr vor uns. Zum Glück auch, ehrlich gesagt, weil es ist schon ein bisschen die Luft raus, ehrlich gesagt. Weil, ich weiß nicht, ey. Also, Las Venturas hat eigentlich ganz cool angefangen, aber so die letzte Mission ist jetzt nicht mehr so stark. Und ich muss ehrlich sagen, so aufs gesamte Spiel hinweg gesehen, ist ein bisschen wenig Gang-Action, Los Santos Gang-Action. Das hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, aber schlecht ist es auf keinen Fall, versteht mich nicht falsch, aber irgendwie hätte ich mir ein bisschen mehr noch gewünscht. So, jetzt hier aber ein bisschen hoch, bitte. Kein Scheiß bauen jetzt hier. Bitte, bitte, bitte. Hoch, hoch, hoch. So. Hallo. Bisschen höher. Ich drücke die ganze Zeit hoch. So. Oh ja. So passt es. Ansonsten, Freunde. Bald, wenn ihr das Video seht, startet Halo Infinite. Für die echten Kenner. Ist auf jeden Fall ein schmackhaftes Projekt. Kann ich jetzt schon mal sagen. Holy shit. Die habe ich gar nicht gesehen. Holy shit. Ja, höher, Junge. Mensch, du, ey. So, wo ist denn das Ding jetzt? Und dann war es das auch schon mit dem Jahr. Nächstes Jahr vorne geht's richtig ab, ey. Nächstes Jahr geht's richtig ab. Da vorne ist es halt, ne? So. Hoch, 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 hoch. So, warte mal jetzt. Jetzt einfach nur mal straight nach oben. Nicht nach vorne fliegen, es dauert trotzdem Ewigkeiten. Komm schon. So. Sobald ich nur noch ein bisschen nach vorne gucke, also mich lehne, damit ich nach vorne komme, geht er sofort straight nach unten wieder. Mann, 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 ey. Ich muss hier echt aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie so eine scheiß Leitung beziehe. Das wäre natürlich richtig scheiße, wenn wir jetzt die Karre noch verlieren. Weil dann ist direkt die Eskalationsstufe bei mir wieder auf 100%. Ey, das ist... Oh Mann, ey. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen es schön gemütlich hier zu Ende bringen, langsam das Spiel. Wieder hoch, 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 hoch. Hoch. So. Ja, keine Ahnung. Wie seht ihr das vorne? Irgendwie, ich muss ehrlich sagen, das schwächelt irgendwie zum Ende hin ein bisschen, das Game. Es schwächelt echt. Wir haben schon deutlich bessere Missionen und Abschnitte gehabt, als jetzt so die letzten Missionen, wo wir jetzt hier den Raub vorbereiten. Ich meine, ist ja in Ordnung, dass du das machst und dass du das auch auf mehrere Missionen aufteilst oder sowas, aber viele Missionen davon sind ja jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, ne? Also, das ist also das Problem. Und wir hatten schon so geile Missionen schon am Anfang des Spiels, in Los Santos noch vor allen Dingen, mit der Verfolgungsjagd mit Big Smoke oder mit OG und so, und lustige Sachen vor allen Dingen auch mit der Truppe und so. Und wir haben ewig nichts mehr von denen gehört. Ja, einige sind natürlich jetzt weg oder tot oder haben wir umgebracht, klar. Ja, aber irgendwie hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, hätten sie sich darauf mehr konzentriert. So, im Nachhinein muss ich das ehrlich sagen, also, ist immer noch ein Top-Game. Aber ich hätte, glaube ich, den Fokus, ich hätte es lieber gehabt, hätten sie den Fokus mehr auf dieses Gang-Ding gelegt. Als dass wir hier durch die Gegend eiern in der Wüste und hier in Los Venturas und so. Was eigentlich im Prinzip gar nichts mit der Gang zu tun hat, wo wir teilweise wirklich für, also wirklich Militär-Scheiße klauen oder sowas. Das ist irgendwie, klar gehört es auch so ein bisschen dazu, aber... Ich weiß nicht, das Gang-Feeling, also der Anfang vom Spiel hat mir mit am besten gefallen. Das will ich eigentlich nur damit sagen. Deswegen hätte ich mir davon natürlich ein bisschen mehr gewünscht, aber... Ja, also wie gesagt, schlecht ist es nicht, versteht mich da nicht falsch. So, jetzt aber hier, aufpassen. Mach keinen Scheiß jetzt. Mach keinen Scheiß jetzt. Mach keinen Scheiß jetzt.
Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Auch dieses Ding. Ja, wir können jetzt eine 5-Mann-Gang befehligen, ja. Wir sind aber gar nicht mehr da in der Nähe, gefühlt seit 20 Stunden. So, das ist halt so, weiß nicht. Naja. Ich würde mir gerne mal reinschauen, wie ihr das so seht. Ob ihr euch auch mehr von der Gang-Action gewünscht hättet, so aufs gesamte Spiel gesehen. So, wir werden angecallt. Was geht? Carl, it's Woozy. Hey, what's up, man? You get that passkey yet? Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay. Just give me a call when you got it. Alright. Wie, warte mal. Hä? Was heißt das? Muss ich die Alte ausführen? Auf Zwangbasis? Oder was heißt das jetzt? Muss ich die Alte ausführen? Ich muss sie ausführen, ne? Auf Zwangbasis jetzt. Ich muss es zwangsweise machen, damit wir hier weiterkommen. Oder wie? Oh, ernsthaft? 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 Oh! Da guckst du einmal kurz weg, weißt du? Mann, ey. Wirklich jetzt? Oh, nee, ey. Nun gut. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so ist, aber ich fahre einfach mal hin jetzt. Das wäre natürlich... Jo, Junge! Am liebsten würde ich auch ständig kaputt schlagen, Alter. Hier im Spiel kannst du es wenigstens mal machen bei solchen Leuten, die einfach rüberziehen, ey. Kleinen Affenkinder, ey. Na gut, ey. Gut, machen wir es halt. Wenn es getan werden muss, wenn wir die klar machen müssen es halt tun, mein Gott. So, hier, bitte, hallo, aktualisieren wir bitte, danke. So. Steht so um unseren Sexappeal, ist jetzt auch nicht so krass mehr. Muskeln immer noch top, keine Ahnung, warum das so ist. Wir haben eigentlich gar nichts mehr gemacht seit Stunden. Na. Respekt haben wir auch nur so wenig im Prinzip, das ist ja frech. Welche Person könnte mehr respektiert werden als wir, ey? Wir sind der krasseste hier in ganz San Andreas. Aber so. Schnauze. So. Oh mein, das ist doch einfach nur ein Witz. Hatte ich hier nicht in der Nähe ein Haus oder sowas? Oh Gott. Ja, ich hab's verstanden. Die ist nicht in der Nähe. Hatte ich hier nicht irgendwie ein Haus oder sowas? Oh Mann, ey, oh Gott, das nervt. Einfach, es nervt gerade wirklich nur noch. Es nervt wirklich gerade nur noch. Solche Zwangsaufgaben und dann musst du wieder erstmal warten. Und da wird nicht mal eine Zeit angegeben, ne? Das ist ja eher das was mich gerade stört. Da wird ja nicht mal eine Zeit lang gegeben. Keine Ahnung, was heißt das? Die kommt später wieder. Ich weiß ja auch gar nicht mal, ob ich es machen muss. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Mann. Tja. Jetzt ballern wir zum anderen Haus, damit ich kurz speichern kann, damit die Zeit vorangeht. Dann gehen wir wieder zurück. Hätte mal alles ein bisschen cooler lösen können. Obwohl, das haben wir noch gar nicht. Scheiße. Ah, 6000, ja. Steig doch ab! Rast gleich aus, ja. Hotel Suite! Sweet! So. Nee. Eigentlich nur. Kurz speichern. Dass sie Mad Dog zurückgebracht haben, hat jetzt auch nicht viel gebracht, oder? Spielt der nochmal eine Rolle? Kommt der nochmal vor in dem Game?
Oder was ist jetzt auch mit ihm? Jetzt fahre ich nochmal zurück. Ich teste es jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich das machen muss, weil ansonsten wäre ich schon längst zum CJ-Ding gefahren. Aber ich würde gerne mal langsam hier den Raub zu Ende bringen. Das wäre ja mal ganz geil. Och, Mensch! Versau doch nicht mein geiles Bike, ey. Was soll das, Leute? Dann muss ich ja auch mit jedem Pisser herumschlagen. Ist hier, glaube ich, schon wieder los? Stunt-Team oder was? Oh. Unterwegs? So. Jetzt hier nochmal rein. Jetzt geht's. Okay, perfekt. Hat doch funktioniert, hat doch funktioniert. Hat zwar ein bisschen länger gedauert als gewollt, aber. Hiya, baby. Hey, pretty lady. I'm getting hungry. Hell, it's your day. I'm just there for fun. Ja, wenn schon, denn schon, oder? Wenn schon, denn schon, oder? Motorradskill, jawohl. Haben leider keine Coupons für Mc's oder Burger King, weißt du, deswegen. Gehen wir leider woanders essen, Baby. Es scheint, als ob ihr die Gegend gefällt, na klar. Ja. Oh, Steakhouse, nicht schlecht, nicht schlecht. Kommt schon automatisch mit, ja? CJ und seine wahre Liebe. Es ist die neueste Folge von CJ in Love. Und das war schon ein Glück. That was delicious. I've had a great time, but I've got to get back home. Lost the keys to my thyroid. Das könnte was werden. Okay. CJ? Ist das, ey, welche Freundin denn? Das kann ja nur die Verrückte sein. Ey, die ist ja, wo ist sie denn? Die ist ja meilenweit weg. Ey, was geht denn hier ab, Alter? Immer diese verrückten Echsen, ne? Also, die Echsen, Echsen. Nicht die Ex-Ex, sondern die Echsen. Echsen halt. Nicht Echsen. Versteht ihr? So. Airline food makes you fart. This is so interesting. I'm just gonna listen. Charlie. Ich bin nicht Charlie. I'll be thinking about you, CJ. Bye, girl. Fortschritt bei Millie. Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder nicht da. So, gut. Weiter geht's mit dem Date. Hi CJ. Hi CJ. I'm getting hungry. Okay, let's move. Komm mit, Schrulle. Schrulle, Stulle. Fahren wir direkt wieder ins Steakhouse, oder? Wo ist es denn? Hier. Ja, fahren wir da nochmal hin, ne? Fahren wir da einfach nochmal hin. Ups, egal. Kleine Abkürzung. Ich hoffe, das klappt, ey. Hey! Hat da gerade jemand geschissen in der Ecke? Eine zweite Folge von CJ in Love. Wird es heute klappen, sie zu knacken oder nein? Ich weiß es nicht, ich hoffe, sie gibt die B... ich meine, was? War gut? War gut? Okay. Ah, das mit Delicious! Ah. Nur teuer schmeckt gut, wa? Ja, genau. It's the quality of the rubber that makes a good nap. Uh-huh, yeah.
So. Da nochmal hin. Oh, bitte, lass es jetzt das endlich gewesen sein. Spaß ist was anderes. Nur durch meine geilen Kommentare und meinen geilen Sarkasmus ist es aushaltbar. Auch für euch, oder? Vorne? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich gebe mein Bestes. Wow, cool. Erzähl uns mehr, dass sich Leute einpissen. Oh. Reicht immer noch nicht. So. Ein weiteres Mal. Weil es so viel Spaß macht. Hello, CJ, what's up? Komm mit. Hey, let's eat. I'm down with that. Wir machen wieder keine Faxen. Wir machen direkt genau das gleiche wieder. So. Komm, die drei Date-Regeln, ey. Komm. Das geht ab. War von vornherein klar, dass es ein Dreiteiler wird. Wie Herr der Ringe. Aber ob das Nachspiel denn im Bett genauso lange geht wie die Filme, man weiß nicht. Mal gucken, was CJ drauf hat. Was hat er gesagt? Von Flugzeugessen muss man furzen oder was? Fart. Fart hat er gesagt, ne? Oh Mann, Alter. Wenn wir sowas hören, ey. Wenn wir sowas hören von der Frau, Mann, das ist so ekelhaft, ne? Sei doch mal ruhig, ey. Willkommen zurück, Freunde, zu einer dritten Folge. CJ Love, heute knackt er sie, ja, das weiß ich genau. Sie ist genau die passende Frau. Sie hat ein Händchen, wow. Ich geht's wohl beim nächsten Mal weiter? Ich weiß es nicht, ich bin so aufgeregt. Komm mit jetzt. Komm mit. Wenn sie jetzt nicht gibt, dann ist sie eine Schlampe, ey. So ein Schwachsinn. Naja, egal. So. Tja. Was soll man dazu sagen, ey? Was hat das eigentlich gekostet, ey? Wurde uns eigentlich Geld abgezogen? Oh, nicht töten. Nicht sie töten jetzt, ey. Ist noch zu früh dafür. Immer noch nicht. Oh. Immer noch nicht. Warum steht denn jedes Mal, selbst beim ersten Date steht da, oh, das könnte was werden. Oh, das könnte was werden. So eine Verarsche. Auf ein neues. Hey, Carl. Hey, sexy lady. Let's go get some food. Okay, let's go. Und wir machen genau das gleiche noch ein weiteres Mal. Hoffentlich geht's jetzt, ey. Reicht wirklich langsam. Es reicht wirklich langsam, oder? Also langsam reicht es uns doch allen, oder? Die größte, ohne Scheiß, das größte, wovor ich jetzt Schiss habe, ist, dass ich das gar nicht machen muss. Oder, wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht. Ich bin ja, keine Ahnung. Wir machen einfach genau das gleiche nochmal. Eine weitere Folge CJ in Love, die vierte schon. Eine mehr als geplant, aber es ist halt erfolgreich gewesen, weißt du? Deswegen machen wir natürlich weiter und melken die Kuh. Vielleicht auch sie oder sie mich, wer weiß. Wir werden sehen. Und kannst du was werden, oder? Das Spiel, was meinst du? Die ist aber müde, du. Das könnte was werden, du, ey. Das könnte was werden. Ja. So. Das könnte was werden, ne? Mann, ey. Ich hoffe doch. Das wäre schön. Das würde ich denen gönnen. Oh. Wäre natürlich auch schade, dass die Serie dann abgesetzt wird, aber das würde ich denen gönnen, du. Da bin ich ja richtig mitten drin, ey. Wie bei Berlin Tag und Nacht. Das ist real. Das bewegt mich im Herzen. Immer noch nicht. Ich kotze. Muss man die komplett Fleisch haben? War das nicht so, dass man das übelst hochtreiben muss? Also, bevor man es mit ihr treiben kann? Wie, ich werd fett, Alter. Was? Oh Gott, ey.
Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mir denke, scheiße, warum hast du das überhaupt gemacht? Warum hast du nicht erstmal die CJ-Mission gemacht? Du bist ja, jetzt bin ich aber so weit drin in der Scheiße, also nicht in ihr. Aber so weit in der Missionsstruktur hier drin, dass ich mir denke, Alter, jetzt kannst du aber nicht aufhören. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, oh, das wird noch ewig dauern. Weißt du, was ich meine? Und dann wiederum denke ich mir, Alter, so eine Folge kannst du nicht raushauen. Da ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Endlich. Endlich Rettung. Millie, what's up? Hey, Carl. Just called to say that last night was terrific. Likewise, baby. Likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Hey, don't worry, I haven't told anybody. Not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Millie, girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby. For sure. I'm gonna do you right. Okay, you got it. Okay, woo! Okay. Verpisst euch! Yeah! Bestes Spiel! Bestes Spiel, wo gibt! Woo! Kauft euch alle GTA-Trilogie! Nee, lasst es lieber. Lasst es lieber. Wartet noch ein bisschen ab. Ihr seht ja, die Patch, also der letzte Patch hat ja wirklich mal ein bisschen geholfen. Muss man sagen. Aber das wird auf der anderen Seite schon wieder für mich persönlich von einigen zu sehr abgefeiert. Genauso wie bei Cyberpunk. Das ist so krass abgefeiert. Oh, geil, die machen ja was. Ja, das ist ja auch das Mindeste, was sie machen müssen. Ja, die krass, die geben sich aber auch wirklich Mühe. Ja, das ist ja auch das Mindeste, hallo? Das ist das Mindeste. Wenn du das Spiel nicht ordentlich auf den Markt bringst, dann ist das Mindeste, dass das Patch so schnell es geht. Oder sehe ich das falsch? Glaube nicht. Glaube nicht. Ach, die Scheiße. Alter, diese riesige Keycard hier. So. Carl, it's me. You the man. Get back to the Four Dragons and we can get on with this thing. See you in a minute. Wie, das hört sich so an, als wäre es immer noch nicht gewesen. Wie, dann kann es weitergehen im Text. Was heißt es? Wenn es jetzt zum finalen Schlag gehen würde, dann würde er doch sagen, ey, jetzt können wir endlich loslegen. Das war das letzte Puzzleteil, was uns gefehlt hat. Jetzt haben wir das 8000er Puzzle fertiggestellt. Geil, CJ. Du hast das letzte Stück unter dem Tisch gefunden. Geil. Das haben wir die ganze Zeit gesucht. Jetzt können wir das Bild vollenden und dann machen wir alles kaputt und tun es wieder in die Schachtel rein. Oder? Nicht? Nein? War es das immer noch nicht? Aber vorne ist mir scheißegal, was jetzt noch passiert. Die Folge endet hier. Die Folge endet hier. Ich bin jetzt hier über 35 Minuten am Aufnehmen. Ich werde das auch wieder ordentlich zusammenschneiden. Und euch dann irgendeine Folge raushauen. Es tut mir leid. Ich muss ganz ehrlich, ich gebe es gerne selber zu. Es ist jetzt nicht die ultra spannendste Folge, aber hoffe ich, hat es euch wenigstens Spaß gemacht, indem ich hier ein bisschen Scheiße gelabert habe. Eigentlich will man euch coole Folgen jedes Mal bieten, ein bisschen Mission und so, aber das muss jetzt auch mal erledigt werden, weißt du? Oder muss jetzt erledigt werden? Wenigstens hat es geklappt am Ende noch. Naja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen, soweit. Wir holen uns ganz kurz für nächstes Mal schon mal die Weste hier. Dann gehe ich nochmal speichern und ihr, Freunde, seid beim nächsten Mal dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten war's es, Freunde. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.